Nach dem verletzenden Sturm von gestern Abend wird es Zeit... Sehen dich andere Schwarze eigentlich als schwarz an? Seht ihr verletzend? Natürlich tun sie das, was ist das für eine doofe Frage? Es wird Zeit, uns von dem Wetter da draußen ein bisschen abzulenken. Obwohl, ist das Wetter eigentlich immer noch so? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Kein Bock mehr. Heute spielen wir ein kaum zu glauben, dass es sowas gibt, spanisches Horrorspiel. Eine spanische Horrorerfahrung. Ich weiß echt nicht, was wir uns darunter vorstellen sollen. Soll ich Angst davor haben, wenn jemand Spanisch spricht? Ich weiß es nicht. Eigentlich voll die schöne Sprache. Also Leute, ich weiß null, was uns erwartet. Guck mir in die Augen und nick einfach zu dem, was ich sage. Diese Horror-Experience wird nicht so lange dauern und wir stehen das gemeinsam durch. Keiner von euch verlässt das Schiff. Ihr geht mit dem Captain unter. I am the Captain now. Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the Captain now. Oh, ich liebe diesen Film. Dein Freund wird seit Tagen vermisst. Der einzige Hinweis, den sie hinterlassen hat, ist eine Notiz in ihrem Zimmer mit folgender Adresse. Calle de Salamanca, Madrid, Block 13a. Die ist in Madrid, die wird nicht vermisst, die ist im Urlaub. Oh, wir sind schon da. Raum 3a. Das ist der Raum in Madrid. Wo sind wir hier Kein Wunder, dass jemand vermisst wird. Schon das Treppenhaus ist gruselig. Okay, lass mich raten. An dem Mischmob kommen wir komischerweise nicht vorbei. Okay, der einzige Weg ist es wahrscheinlich, in dieses Apartment reinzugehen. Oh, wir haben geklingelt. Wir öffnen nicht einfach die Tür. Ist jemand zu Hause? Ja, hallo, ja. Öffnet mir die Tür. Da oben ist doch eine Kammer. Oh, und bevor ich es vergesse, auf dieser Skala seht ihr, dass viele von euch noch nicht abonniert haben. Wie könnt ihr zulassen, dass ich meinen schwarzen Arsch aufreiße? Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Klappe! Lasst doch bitte ein Abo da. Und wenn ihr schon da unten seid, vielleicht auch ein Like? Okay, gehen wir in das gar nicht auffällige, gruselige Apartment rein. Ich mag diese Musik. Linke Maustaste für das Flashlight. Oh nein! Oh hey, da liegt ein Zettel. Seitdem ich meine Reise gestartet habe, bin ich gut vorangekommen. Nicht länger fühle ich mich schuldig, nicht ängstlich. Zumindest habe ich verstanden, dass der einzige Weg zurück nach Spanien ist, die Großartigkeit des verrotteten Interieurs zu verstehen. Verrottet? Eigentlich sieht das voll schön aus. Da ist sogar ein Bild mit Jesus. Und er hält ein Babylamm in der Hand. Wenn das nicht schön ist, weiß ich auch nicht. Halte mittlere Maustaste, um deine Batterie neu aufzuladen. Oh, das ist so ein Spiel. Okay, gucken wir erstmal, woher die Musik kommt. Links. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Musik nicht hierher kommt. Das Badezimmer ist ziemlich gruselig. Kakerlake. Diese, schreien wie Schweine. Ich muss einen diskreteren Ort für meine Untersuchungen suchen. Wir sind auf der Toilette. Diskreter geht's nicht. Ich wünschte, du wärst hier und könntest es sehen. Du würdest stolz auf mich sein. Okay, das wirkt schon leicht psycho. Dann kommt die Musik aus dem Raum. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Okay, die typische Schlüsselsuche beginnt. Ziemlich religiös das Haus. Wir haben ja noch weitere Zimmer vor uns, nämlich drei an der Zahl. Abgeschlossen, abgeschlossen und offen. Hier müsste irgendwo ein Schlüssel sein. Auch wenn das komischerweise schon wieder ein Badezimmer ist. Komme ich etwa nur im Badezimmer rein? Was haben wir hier? Seit kurzem fühle ich mich anders. Stärker, schlauer. Ich brauche nicht länger diese Teufelspillen. Nimm deine Pillen. Okay, das ist sehr interessant. Aber wo ist der Schlüssel? Im ersten Badezimmer habe ich ihn nicht gesehen. Vielleicht liegt er irgendwie... Also ich würde gerne das Cash nehmen. Vielleicht habe ich den auch einfach nur übersehen. Oh, hier ist ja noch eine Tür. Und hier kommen wir weiter. Okay. Jemand anderes außer mir ist in diesem Apartment. Das erkenne ich leicht an den Flecken auf dem Boden. Oh, das ist alles nur Ketchup. Alles gut. Alter, ich finde, der Haushalt ist halt wahnsinns nice gemacht. Oh, ein Schlüssel. Können wir die Tür öffnen? Kann nicht von dieser Seite geöffnet werden. Also müssen wir von der anderen Seite rangehen. Kaufe Schere, Messer, Handtücher, Bleichmittel und Eier. Okay, also einfach eine ziemlich komische Einkaufsliste. Können wir die Tür jetzt öffnen? Natürlich nicht. Welche Tür können wir dann öffnen? Die hier auch nicht?
Oh mein Gott, die funktioniert. Ich fühle mich irgendwie durch die ganzen Jesusbilder so schuldig. Obwohl ich gar nichts getan habe. Vielleicht, weil wir hier eingebrochen sind. Eine Sauerstoffflasche. Und diese Pillen. Was war mit der Person los, die hier war? Eine Brille trug sie anscheinend auch. Es ist voll interessant, hier einfach durchzulaufen. Ein Hinweis. Jesus hat den Schlüssel der Hoffnung. Das Herz von Jesus gehört zu Gott. Und nur wenn wir es sehen können, können wir die Wahrheit finden. Jesus und Herz? Oh, warte mal, man kann die Bilder verschieben? Okay, das ist ein wichtiger Hinweis. Können wir jedes Bild verschieben oder nur die von Jesus? Jesus? Oh, wir können es wirklich. Nur die Bilder von Jesus. Und wir haben die Tür jetzt geöffnet. Noch mehr Pillen. Alter, wie viele Pillen hast du genommen? Oh, ich kann die Polizei anrufen. War ja klar, dass da jemand in der Leitung ist. Das ist überall dasselbe. In jedem Spiel. Niemals ist die Polizei da, wenn man sie braucht. Den Fernseher kann ich anmachen. Sehr interessant. Und ein weiterer Brief. Generalissimo. Diese Hunde werden dich verscheuchen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie werden die Hölle auf der Erde freilassen. Und diese Hölle werde ich sein. Okay. Kommen wir jetzt wieder in diese Küche? Nein. Das hier ist ein anderes Zimmer. Und ein Herz von Jesus. Oh! Nice! Jetzt müssen wir keine Bilder mehr verschieben. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Verrottetes Essen, was eigentlich doch ziemlich gut aussieht. Dafür, dass es hier schon... So lange kann das hier nicht sein. Und ein weiterer Brief. Oh mein Gott, ich mag die Atmosphäre von dem Spiel. Es sieht so aus, als wäre das Gehirn der Schlüssel zu dem abnormalen Verhalten unserer Gegner gegenüber dem Mutterland. Die anderen Organe scheinen keine Schuld zu haben. Sie wandeln auf dem Pfad Gottes. Wir müssen etwas tun. Das ist die letzte Tür, die wir öffnen können. Oh, wir können das Piano spielen. Sehr nice. Sieht aus wie ein Kinderzimmer. Was bist du? Das ist ein ziemlich gruseliges Bild. Damit könnte ich nicht einschlafen. Irgendeine CD? Oh, ein Hinweis. Ignorante Köpfe sind wie leere Bücherschränke. Okay, ich schätze mal, wir müssen irgendwas in Bücherschränken finden jetzt. Ikea-Kartons, ihr wollt jemand umziehen. Das Bild könnte auch aus Afrika sein. Und CDs. Aber mehr ist hier nicht. Wir brauchen jetzt einen Bücherschrank. Wir gehen zurück. Hat sich die Musik irgendwie ein bisschen geändert? Das hier ist ein Bücherschrank, oder? Oh, der war von vornherein schon auffällig wegen diesem... auf dem Boden. Ich wusste, dass der gemeint ist. Und wo sind wir jetzt hier? Oh, die Musik hat sich komplett geändert. Alles ist gut. Wieso ist mein Herzschlag so doll? Langsam, Smiley. Hier hat jemand wirklich am Menschen operiert. Okay. Das ist sehr creepy. Hier hängen überall Ketten. Was wurde hier gemacht? Und eine Tür. Diese Tür ist abgeschlossen. Lest den Hinweis. Nur vier Noten der glorreichen Melodie des Mutterlandes sind genug, um die Wahrheit freizuschalten. Vier Noten, ne? Und das sind die Instrumente, mit denen er es getan hat. Nur vier Noten, ne? Lass mich hier rausgehen. Was soll das bedeuten, vier Noten? Heißt das eventuell, ich soll zurück zum Klavier gehen? Wieso hat jemand sowas überhaupt in seiner Wohnung versteckt? Ganz langsam. Woher soll ich denn wissen, was vier Noten sind? Drei, vier. Das reicht. Oh mein Gott. Ich glaube, es hat sich entsperrt. Es gab auf jeden Fall einen Sound. Ganz langsam, Smiley. Wir sind auf jeden Fall nicht die einzige Person hier. Und ich habe Angst, dass die andere Person jetzt kommt. Alles cool. Wir gehen es langsam an. Komm schon. Oh mein Gott! Wer bist du und was willst du von mir? Was soll ich tun? Das Ding ist, die Wohnung ist ein Kreis. Das heißt, wenn er mir hinterherläuft, läuft er wahrscheinlich so rum. Und ich laufe jetzt von hinten in seinen Raum. Oh mein Gott, nein. Das geht nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Was soll ich tun? Er kommt. Was soll ich tun? Okay, ich möchte unbedingt mal in seinen Raum reinleuchten. Okay, er experimentiert an den Menschen und sowas tut man nicht. Aber an sich war er gar nicht mehr in dem Raum drin. Lass mich hier... Oh, wir können vielleicht abbauen. Der Durchgang ist frei. Der Wischmob ist weg. Okay. Thanks for playing. Ach so, das sollte so passieren. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe nicht viel Bezug zur spanischen Kultur. Also kann ich euch nicht sagen, wie genau das Spiel ist. Aber bestimmt sehen ein, zwei Leute das Video, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Und die können mal gerne ihre Meinung zu dem Spiel in die Kommentare schreiben. Leute, ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'ma flick up.